Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht gerade, ich bin unterwegs. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wohin? Ich sag's euch, nach Aachen. Und warum? Es hat was mit Jules zu tun, es hat was mit Musik zu tun und es hat was mit Netflix zu tun. Und ich habe mir einfach gedacht, wenn ich schon keine Videokonzepte raushauen kann, dann nehme ich euch einfach mal in so einem Tag mit, was ich so mache und was ich so zu tun habe. Wir haben jetzt fast 8:45 und ich brauche noch circa eine gute Stunde, bis ich in Aachen ankomme. Ich werde dann auch noch einen Corona-Test machen, damit alles auch safe ist. Dann geht's an die Arbeit. So, ich bin gerade in Aachen angekommen. Ich werde jetzt mal meine Sachen ausladen und damit ins Büro gehen. So. Boah, lange ist es her, dass ich hier gewesen bin, ey. Natürlich ist keiner da. Sind alle beim Dreh. Ich halte jetzt noch ein bisschen hier die Stellung, weil ich muss noch jemanden mitnehmen. Und dann fahre ich auch gleich zum Set. Oh mein Gott, Tanky, bist du es? Tanky? Was machst du hier? Sprich. Warum sprichst du nicht mit mir? Rest in peace, Bruder. Ich hatte natürlich vorher noch meinen Corona-Test gemacht. Ist auf jeden Fall negativ. So, dann checke ich jetzt mein altes Studio ab. Weil das wird mich mal interessieren, was sie daraus gebaut haben. Die Drums gibt's ja immer. Hotel 2 Sterne, Digga. Perfekt. Here we go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig gemütlich hier geworden. Hier werde ich doch glatt wieder einziehen. So, was ich auf jeden Fall schon mal machen kann, ist das Equipment aufbauen, damit ich heute Abend direkt recorden kann mit den Jungs. Geht mal nicht so an mit der Kamera. Wer bist du denn? Schenk mal vor. Ja, ich bin der Vincent, hi. Ich bin Musikkomponist und Sounddesigner. So, dann gehe ich mal rein. Guck mal die Geschosse da an, die der Bruder fabriziert. Choreografieren sie? Vlogs jetzt hier, oder was? Nein. Bist du nicht so alt für Vlogs? Ja. Aber ich vlogge trotzdem. Aber du musst doch dein Gesicht vloggen. Nein, du bist mein Gesicht. Krieg ich da hier irgendwie Prozente davon, Video? Machen das hier Special Visual Shot. Oh Mann, ey, krass. Okay, dann lasse ich ja mal weiterarbeiten. Sag mal, was willst du eigentlich? Ich habe deine Musik geklaut und ich bereue es keinen Moment. Alter, ist das nicht dein Ernst? Hey Leute, ich bin Dark Mavid und Vince und ich haben schon zusammengearbeitet. Ja, sehr intensiv. Ich habe viel von ihm gelernt. Und jetzt darf ich schon wieder in einem Projekt mit ihm arbeiten. Ja. It's the best. Man wird nur gedisst, fertig gemacht. Man fühlt sich wie scheiße am Ende des Nein. So muss er sein. Hey John, wie ist der Dreh für dich? Anstrengend. Ja, du siehst auch echt gerade fit aus. Wie kommt ihr durch so? Ja, wir kommen durch. Ja Leute. Direkt macht er auch müde, gerade noch voll normal am Reden geht. Ey, ich bin müde! Hör mal auf, du bist doch müde! Komm, mach das. Ey, ich hab voll gearbeitet. Oh mein Gott. Siehst du das nicht auch so? Ich hab doch gearbeitet, komm. Was hast du denn gemacht? Ich hab recorded. Wann hast du recorded? Da, wo du nicht da warst. Aber 2 Stunden waren das doch ungefähr, ne? Das ist schon 2 Stunden Hardcore. Und was ist mit den anderen 22 Stunden des Tages? Da habe ich Post-Production gemacht. Für was? Für mein Video. Cool. Wo lädst du es hoch? YouTube. Ah, da lassen wir sperren. Warum? Hier mal f***en wollen. Wir sind so müde. Es ist wie 4 Uhr? 1 Uhr? 5:01 morgens und wir recorden jetzt noch. Ich bin seit 8 wach. Du bist ja später gekommen erst. Mhm. Und die ganze Zeit durch am Ballern. Ja. Das fühlt sich wie Hauptvideos an. Das wissen wir, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja. Zuletzt, wo wir uns gesehen haben, war ja Abi, haben wir gemacht dann, ne? Es war Abi. Ja, das war Abi. Das war, wie, da hast du mir die alte ausgesponnen, weißt du? Ja, das war die mit der einen da, ne? Ja. Ja, whoop. Oh, guten Morgen, Leute. Das gestrige Recording ging bis ca. 3 Uhr morgens. Bin um 10 aufgewacht, konnte einfach nicht mehr schlafen. Oh, guck mal, wer da ist, das Bui. Er hat dein Zimmer geklaut. Ja. Weißt du? Wie sie mir mit dem Messer in den Rücken stecken. Ja. Ich hab jetzt gesehen, das Fitnessstudio ist ja neu. Warte, ich guck mir das mal an. Wenn du schon mal hingehst, ja, kannst du schon mal irgendwo benutzen. Danke, du Arsch. Lass mal like da, wenn du das Fitnessstudio benutzen sollst. Nein! Also Leute, ey, ganz ehrlich, wenn ich so einen Typ sehen würde an der Tür, ne, hab ich schon keinen Bock mehr zu trainieren. Ich krieg da eher... Oh, ich bin der Tür! Waren denn deine 2 Tage hier? Erzähl doch mal. Hast du Zuschauer schon erzählt, wie das Gefühl für dich war, so nach langer Abstinenz wieder herzukommen? Ja, also kam Erinnerung hoch auf jeden Fall. Was musst du weinen? Nee, so weit war ich dann noch nicht. Ich war halt in meinem Zimmer bis zu meinem Studio und hab gedacht, boah, also mir gefällt es sogar mehr als das, was ich hatte. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, alle wieder zu sehen und hab gedacht, so, boah, der. Ja, müsste eigentlich öfters mal wieder nach Aachen, aber ist schwierig. Ja, glaube ich. Aber es war halt interessant, jetzt so zu sehen, vor allem von gestern so. Glaube ich, weiß ich nicht, ich war ja nie live dabei. Mhm. So von damals, von den Hauptvideos-Zeiten und so weiter, so dieser Flair. Der war so gestern so ein bisschen im Raum einfach so, weißt du, wie ich meine? Ja. Fand ich eigentlich schon echt cool. Ja. Weißt du, das hat man gleich gemerkt, das war so eine andere Atmosphäre, die sonst so da ist. War ja zu Hauptvideos-Zeiten, war ich ja Zuschauer und das hat man gestern schon krass gemerkt, tatsächlich. Vince ist wieder im Team.
7 oder was? Ich dachte, bin ich nicht? Nee, ich zahle dich nicht. Schreibt bitte in die Kommentare. Hashtag Comeback Vince. Das könnt ihr gerne unter den Boolean-Videos schreiben. So, Leute, Annika wird gleich kommen. Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Ich werde sie nämlich jetzt überraschen. Die Jungs wissen Bescheid und mal gucken, wie sie reagiert. Also so. Oh mein Gott! So, wie lange haben wir uns nicht? Ein Jahr mindestens, ne? So, Mui. So, Vince, das war schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein durfte. Immer gerne, ne? Ja. Ich sag noch den anderen Tschüss. Was? Pool. Nein, so. Also für Poolputzen komme ich nicht. Tschüss. Jo, Julien, komm, die drücken. So, wir sehen uns. Nicht drücken. Alles klar, Mann. Hast du auch was zu sagen? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wann gehen wir warm essen? Würde ich mich auch gerne fragen. Ach. So effektiv, so viel ist mir wert. Kappador. Wunderschön. Will ich einrahmen. Mach ich, danke, Mann. Hau rein. So, ich bin wieder zurück aus Aachen, war kurz zu Hause. Meine Frau hat mir wieder geholfen, meine Haare zu stutzen. Ich werde jetzt noch das Behind-the-Scenes-Video drehen zu dem Next-Level-Projekt von Marius, das ihr wahrscheinlich schon am Mittwoch gesehen habt. Und danach gehe ich pennen, weil ich bin richtig im Arsch. Jo Leute, was geht? Neuer Tag ist angebrochen. Gestern haben mich Annika und Marius angeschrieben. Sie bräuchten neue Oculists. Und die sie gefunden haben, sind hier in Trier. Jetzt sind wir kurz zur Bank gegangen, haben Geld geholt, um die Oculus zu bezahlen. Hallo Schatz. Jetzt gehen wir die Oculus holen und dann fahre ich nach Köln. So, wir haben die VR-Sets abgeholt. Alle noch brandneu. Ja. Würde ich sagen, los geht's. So, angekommen in Köln. Hier haben wir den Passi. Danke. Bitte. Rettungsmaster, Alter. Ich packe jetzt erstmal ein und dann komme ich gleich nach. So, da bin ich mal gespannt, was die Jungs da fabriziert haben. Oh, Scheiß. Mega halt. Italian Stallion, hier, mein Mann. Wie geht's dir, Gran Maestro Vincenzo? Cool. Hast du schon gehört, oder was? Ja, ich hab's schon gehört. Hier? Ja, wir haben die Probe gemacht mit nicht nur Musik. Das ist. Episch. Ach, Scheiße, machen wir es doch mal. Ja, sicherlich. Was machst du hier? Was ist dein Job? Ich male hier zwei Wände. Ja, was ist das denn? Deine Tour, das ist unsere Realität. Ich krieg gar nicht drauf, Alter, die ist so huge. Hier kommen Funken raus beim Anfang und am Ende. Nein. Da ist unsere Energy Corner, wo die ganzen Creator dann chillen können, wenn die nicht laufen. Hier haben wir unsere Flammenwerfer. Wir machen 5 Meter Flammen, ist übel geil. Hier ist unser Kamerasteg, damit wir den Parcours ordentlich filmen können. Alter. Da hinten ist der Anfang vom Parcours und es geht bis nach da ganz vorne. Happy? Geht so. Wenn die VR-Technik richtig gut funktioniert, dann bin ich glücklich. Ja. Vince hat mir ja neue VR-Brille mitgebracht. Wir sind umgestiegen, mitten schon am letzten Tag. Doch nicht funktioniert das alles. Ich muss euch sagen, wir hatten vorher alles in weiß eingelichtet, aber wir dachten, heller ist besser. Ja. Du kannst gerne gleich auch mal laufen. Ich? Okay, ich versuch's mal. Wir brauchen jeden Versuchskandidaten. Bist du eigentlich motion sick-mäßig resistent? Inzwischen ja, aber am Anfang war es echt schlimm. Ich weiß es nämlich nicht. Weißt du, woran das liegt? Wenn er das mit dem Augen nicht mit dem Ohr übereinstimmt, dann denkt dein Körper, du bist vergiftet. Dann will er alles raushaben. Siehst du das Spiel? Yes. Das. Ja. Oh! Oh, oh mein Gott! Das
ist das Killer, Alter. So, Leute, ich hoffe, euch hat der kleine Wocheneinblick gefallen. Ich werde den Next Level Soundtrack auf Spotify und Co. hochladen und hoffe, dass er am Mittwoch online ist. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, Link in der Videobeschreibung, damit ihr den Release auch nicht verpasst. Und ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.